Ich will mir jetzt quasi eigentlich nur, natürlich nur, fix meinen Hammer machen. Wo stehe ich denn? Ah. Ich weiß es nicht. Da muss ich mal alles laden hier. Ah, jetzt kommt er ja. Genau. Ach, du hast alles nebeneinander gemacht. Deswegen hab mich vorhin das Bild so verwirrt, weil ich hab ja jetzt immer nur gesehen. Bis jetzt immer nur gesehen, wenn das. Ja, anders war. Was wollte ich sagen? Wie war's nebeneinander? Na, du hast gleich nebeneinander gemacht. Den Schmelzkern, Ja. der Tank und Ausgießer. Das ist ja die Varianten, die ich jetzt immer gesehen habe, war das ja immer um der Ecke. Ja, Aber das wo es stimmt. ist ja eigentlich egal, es kommt ja nur darauf an, dass es auf derselben Höhe ist. Auch nicht. Ich dachte. Ich dachte, es muss auf derselben Höhe sein. Nö. Okay. So. Wir brauchen. Den wollen wir bauen. Also brauchen wir zwei Platten, einen Kopf und einen davon. So. Ich glaube, ich habe das verstanden, trotz ohne dass ich es mir nochmal angeguckt habe. Werkstation. Schablonenstanzer. Ich brauche. Ich habe es nicht verstanden. Warte, ich brauche ja erstmal. Ich brauche erstmal die Schablonen, die einfachen, ne? Aus der ich dann rausstanze. Quasi ja. Große Plattenschablone liegt ja hier schon eine drinne. Kann ich ja quasi verwenden. Machen. Alter, jetzt habe ich gerade einen Hänger hier. Ich brauche den Hammerkopf. Die Hammerkopf-Schablone erstelle ich. Doch eigentlich, nee, Schablonenkiste, Werkzeug, Esse. Bist du eigentlich auf dem Schablonenstand, da machst du doch eigentlich die Schablonen. Nächste Und da wähle ich Schablone. den Hammerkopf aus. Ja. Und dann? Hast du drüben den Hammerkopf-Schablone? Und die ziehst du einfach ins Inventar. Na, wie mache ich denn die Hammerkopfschablone? Du stehst am Schablonenstanzer. Ja, da ist links diese Hammerkopfschablone. Ja. So, die kann ich anklicken und da macht's aber nichts. Du musst ja die Schablonen erst reinlegen, die lernen. Und wie machst du die leere Schablone? Bretter und Stöcke. In was für eine Reihenfolge? 2x2 und über Kreuz. Okay, ich habe alles ausprobiert, noch nicht das. Wie viel brauchst du denn da? Vier reichen, ne? Für den Hammer, ja. Für alle um die 30. So wenig? Ich habe jetzt mit mehr gerechnet. Ja, kannst du So, mal Hammer. durchzählen. 4, 8, 12. Wieso steht denn jetzt der Name nicht da? Ja, geht. So, robuste Griffschablone brauche ich, ne? Ja. So, da haben wir die drei schon mal. Die große Plattenschablone brauche ich ja nur immer. Wollen wir erstmal schlafen? Überlegt, wie ich die Fenster mache. Jetzt habe ich gerade gesehen, in der Kiste unten ist ja eine Goldschablone drin von der großen Platte. Welche Kiste? In dem Tinkershäuschen ist eine goldene Schablone von der großen Platte drin. Ah. So, jetzt muss ich. Guten Hammerkopf, nee, will ich aber nicht. Hä? Dann musst du ja erstmal aus Bruchstein bauen, ne? Nee. Du musst ja mit der Schablonenstanze erstmal Bruchstein aus Bruchstein machen, Genau, ja, ich hab's jetzt gerade. Das ging gerade bloß nicht, weil ich nur einen Bruchstein reingetan habe. Ja.
8. Und jetzt muss ich mir den Robusten noch daraus machen. So. Mal gucken, ob ich es begriffen habe. Ja, 3 müssen gehen. Test mal. Dann brauche ich erstmal Gold in der Schmelzer. Hammerkopf. Fußkanal, 4 Stück. 4 brauche ich nicht, aber egal. Bei dem Ausguss muss ich dann auch einfach nur drauf donnern, ne? Rechte Monster, ja. Das ist drauf donnern. Hast aber schön gebaut, dass du es hier vorne direkt gebaut hast. Ihr seht es mal, wenn man einen Schritt zu weit nach hinten läuft, mal runterfällt und erstmal und das Ding rumlaufen muss. Du kannst ja nur meckern, oder? Ja, ja. Prinzipiell. Hat man doch heute erst, oder? Ihr glaubt alle gar nicht, wie unsagbar langsam man mit einem Akkuschrauber arbeiten kann. Arschloch. Hey, sag nicht sowas. Wir sind doch Freunde. Das Problem ist, wir sind doch verwandt. Noch. Noch war gut. Noch klang jetzt ein bisschen. Das macht mich traurig. So, jetzt bin ich natürlich ein Fuchs und hab hier unsagbar viel Gold reingeschüttet. Was kein Mensch braucht. Alter, jetzt ist das Spiel schon wieder abgeschmiert, oder der Server? Der Server ist es nicht. Das Spiel ist schon wieder abgeschmiert. Ich glaube, ich baue keine Schmiede. Warum denn? Weil ich gerade wieder in den Ofen geklickt habe. Wieder in diesen Schmelzkern. Und genau da hat sich's wieder aufgehangen. Warum auch immer. Aber wenn das nochmal passiert, kann ich ja dann langsam aber sicher davon ausgehen, dass es daran liegt. Kannst du direkt austesten, wenn du einfach schon mal draufklickst, wenn du wieder da bist. Naja, mach ich ja. Muss ich ja sowieso, weil ich habe jetzt angefangen, meinen Hammer zu machen. Wenn ich natürlich dann meinen Hammer fertig habe und dann das Server wieder permanent abschmiert, dann hauen wir Tinkers komplett runter. Nö. Doch. Nö. Warum nicht? Weil das so die geilste Mod ist, die wir überhaupt getroffen haben. Ja, das ist ja schon geil, aber wenn dann halt hier laufend alles abstürzt. Du hast ja heute noch weiter mit deinem Hammer gearbeitet. Gestern, wo du mit dem Hammer gearbeitet hast, ist laufend das Server zusammengebrochen. Ja, das stimmt allerdings. Wobei mir das eigentlich tierisch auf den Sack gehen würde, weil das sollte eigentlich schaffen. Der hat keine andere Wahl, außer das zu schaffen. Sagen wir es mal so. Wir haben keine andere Wahl. Ich mache jetzt den auf NPC. Oder? Ich hab nicht was so ähnlich klingt wie eine Tür zu kloppen. Ich hab schon mein Handy auf den Tisch geklatscht. So, ja. So. Ja, und sonst so bei euch? Alles gut? Joa, geht so. Scheiße, hier eine Aufnahme, siehst kein Live-Chat. Ja. Mit der Pixel habe ich halt übrigens auch nochmal gesprochen. Und die wollte eventuell spontan dazu hüpfen. Aber ich sehe gerade im Discord, ist sie nicht da. Also. Wo ist denn jetzt mein Tank? Abwesend. Geschmolzen Gold. Der ist bestimmt weg. Weil du Tinkers nicht löschen willst. Nicht. Ach ja, Hans, du hast Ordnung in deinem Lagersystem, merke ich. Ja, habe ich gewesen.
Das Problem ist, jetzt gehst du an die Werkbank, taucht er unten in der Leiste wieder. Fress gleich mein Mikrofon, ey. Ich denke, das ist einfach nur Tinkers das Problem. Ohne Tinkers würde alles funktionieren. So gut. Aber bei dir ist gestern das Spiel immer abgeschmiert, ne? Und das war auch genau der Moment, wo du im Ofen rein bist. Ja, danach ging's aber. Komischerweise. Also es hat sich auch bei mir noch nichts angekündigt. Hier war kein Rucklock, kein gar nichts. Es ist einfach draufgeklickt, dann konnte ich die Maus bewegen, aber die hat nichts mehr gemacht und dann war blub. Aus. Nee, weil dann brauche ich mir die Mühe nicht machen, mir so einen Ofen da unten zu bauen, wenn das dann hier immer abschmiert. Das würde mich zwar übelst ankotzen. Also wie gesagt, ich bin das eine Mal rausgeflogen, danach ging es eigentlich. Gut, brauche ich noch. Also ich bin jetzt rein und hier lädt es noch die Biome. Und ich bin halt trotzdem gleich hier in den Schmelzkern, rammel das Eisen da rein und macht keine Probleme. Ich hab mir jetzt mal ein bisschen gestresst. Vielleicht ist auch. Nee, warte mal, was ist denn hier? Thermal Foundation? Was sagt er mir hier immer? COFH Core und Thermal Foundation, sagt er mir hier Updates im Chat. Okay. Ist was Schmiede? Nee. Eigentlich nicht. Nicht. Was ist denn mit Uhr? Sonne? Sonne ist ganz oben. Sehr gut. Du. Halt. Okay, erstmal genommen. Geschmolzenes Eisen. Tipp, tipp. Was machst du denn eigentlich mit den ganzen Bruchstein-Dingern? Die kannst du ja wegholen eigentlich. Die Bruchsteinschablonen, die kannst du weghauen, ja, weil du hast ja die goldene Guss. Goldene. Drin. Genau. Ja. So, jetzt machen wir den Hammerkopf. Das ist schon geil, dass du so halt auch erst so eine gewisse Abkühlzeit brauchst und so, das ist schon cool gemacht. Ja. Muss man einfach mal anerkennen. So, Lava, Wasser brauche ich noch. Ich habe natürlich auch noch keine Hacke gemacht. Aber so schwer ist es, also wenn man es wirklich mal immer damit gearbeitet hat, ist es wirklich kein Hexenwerk. Ja, du musst halt. Ja, wenn du es einmal hingekriegt hast, einmal gegriffen hast, wie rum. Geht's jetzt ja. Kann ich das rausnehmen, Alter. Ich kann die zweite Eisenplatte nicht rausnehmen und die Schablone nicht mehr rausnehmen. Ja. Ich denke, das Eisen hat. Ja, genau. Das Eisen hat nicht gereicht, dass die Schablone voll wurde. Das Eisen alle ist. Das Eisen alle, genau. Ich brauche einen Mülleimer. Dazu muss ich mich irgendwie hinbuddeln. Die Sonne geht hier gerade unter. Ich gehe schon mal ins Tinkers Haus. Und werde mich legen. Ich liege. Mewtwo. Mewtwo. Guten Tag. Guten Tag, guten Morgen. Geschlafen. Ach jo, das mit unseren Klatschpappen hier hat nicht funktioniert, ne? Wir haben vorhin mal vor der Aufnahme
Alle Türen demontiert im Dorf und alle Türen wieder montiert. Aber die Jungs kommen nicht wieder. Also brauchen wir eine Werkbank und müssen uns mal einen PC bauen. Das Ding hier besonders dachvoll mit Eisen. Was ist denn da los? Hast du nicht geschmolzen? Ist cool, wenn du oben drüber guckst. Sieht das aus wie alles voller Eisenblöcke. Aber das ist doch die kleinste Variante von dem Ofen, ne, wenn es mich nicht täuscht. 3x3 Innenfläche. Nee, ich glaube, die geht auch 3x3 Außenkante. Bin ich mir auch nicht sicher. Weil geht ja trotzdem schon einiges rein. Mist. Naja, es kann mehr reingehen, aber du weißt, was ich meine. Das ist ja hier schon der verbesserte Werkzeugesse, ne? Ja. Perfekt. Hab ich die dir zu verdanken, nee, ne? Ja. Ach, hast du schon verbessert die unten reingebaut? Natürlich, ich wollte den Hammer haben und nicht so einen. Robuster Eisengriff und Steinkopf nicht. Eisenkopf. Modifikator übrig 3. Wo sehe ich denn das, was der Risch ist? Große Eisenplatte, Eisenhammerkopf, robuster Eisengriff. Das müsste ja der 3x3 werden. Ja, der Hammer, der dort halt ist. Ja. Der Hammer, der direkt das zweite von links ist, oben. Ja, oben, genau. Neben dem Amboss da. Nee, wenn ich jetzt hier halt ein falsches Teil reingemacht hätte, so ein Steinkopf, da wäre ja nicht der gute rausgekommen. So wie ich quasi mit dem Steingriff. Ich dachte quasi, dass hier drüben das irgendwo steht. Ich brauche einen Namen. Da war ich ins Zimmer. Was? Fühlt sich schon gut an. So ein Hammer in der Hand. Hammer. Nein. Du weißt doch gar nicht, was ich gemeint habe, Junge. Was so Rischer Wemser ist. Ah, cool, wenn ich den in der Werkzeugkiste lasse, dann bleibt er da auch. Das ist ja ungünstig. Das wäre ungünstig, wenn ich den auf dem Tisch liegen lasse. Ach! Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich doch nicht. Ah, ich hab den immer voll gebammelt mit Redstone. Und hab aus Versehen ins C4 reingetan. Sieht gleich wie Multiplikator genommen. Ja. Das krieg ich auch nicht wieder raus, wie ich mich kenne. Das weiß ich auch gesagt, gar nicht durch. Dass es wieder weggeht. Ist ja egal, ist ja jetzt immer angefangen, also muss ich es auch voll machen. Glaube ich. Oder wir vergeigen es jetzt wieder. So. Das bringt ja nichts.
Also können wir jetzt quasi noch Diamant oder Smaragd draufknüppeln. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, was Sinn machen würde. Was Sinn macht, das in der Regel eigentlich alles. Je nachdem, was er sammelt. Na, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal 100 Redstone drauf, also da geht jetzt schon mal schnell. War zwar nicht so geplant. Mal gucken. Wie krieg ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt mit meinen Eisen? Ich lasse es erstmal drin. So, Fußboden muss auch noch raus. Warte mal. Ach, gut. Was denn? OBS-Fenster war weg. Oh. Aber alles noch gut. Das. Ich kann mal wissen, wie die Leute auf meine Bauweise reagieren. Ich baue einfach irgendwo hin mit Löcher, mit groß abzählen und bla bla. Und 2 Folgen später ergibt sich dann erst Sinn daraus, warum du es gemacht hast. Ja, so ungefähr. Also wenn es gut läuft, 2 Folgen. Meistens dauert es länger. Also mein Haus sieht von Weitem gar nicht so dumm aus. Es fehlt halt jetzt einfach nur noch ein Dach. Ich weiß auch nicht, ob ich das Dach dann vielleicht aus einer anderen Farbe mache. Sinn wird es vielleicht machen. Schwarzeiche oder so. Doch noch so eine verschissene Birke aufgegangen hier oben. Hat dein Hammer eigentlich einen Namen bekommen? Nö, noch nicht. Stimmt, das wäre ja auch eine Option gewesen. Ich hätte es auch später machen können. Arsch, ich musste einen kleinen Namen geben. Ganz liebevollen Namen hat er bekommen. Das ist doch stehende Lava. Wieso kann ich denn das? Das ist ja blöd. Das ist ungünstig. Das muss man erstmal hier einlagern. Das hatte ich auch noch so in Erinnerung. Das Ganze. Was hast du denn? Ich habe gerade versucht, mir ein unendliches Lavabecken zu machen. Das muss funktionieren, weil du hast mir das letztens gesagt und ich habe mich darauf verlassen, dass das wohl funktioniert. Ja, das fließt halt in die Mitte, dann hast du in der Mitte die stehende Lava, aber das ist ja nicht die Quelle. Deswegen, ja, das könnte ich nur noch mal testen, das mit 4x4 machen. Das wieder rein. Ganzen Schablonen. Schablonen mal kurz hier rein tun. Ich kenne noch eigentlich eh weg. Aber erstmal hier rein ledern. So. Jetzt le Frage. Was für eine Richtung bauen wir weiter? Eigentlich. Frage. Erstmal muss man in die Tiefe. Voll blöd. Was das in der Tiefe wollen? Nee, dass das mit der Lava nicht mehr ging. Aber schaff doch dazu mal, ob sie einen alten Minecraft-Server auch
eine unendliche Lavaquelle gebaut. Das kann ich dir so einfach nicht beantworten, weil ich einfach habe ich glaube ich nie gemacht. So, jetzt wollen wir mal testen, ja, wie geht der Kollege. Alter, ist das geil. Kommt gut, ne? Die Keller werden Dimension annehmen. Das wird sowas von hässlich. Ich will nie wieder über Tage. Das ist so krank. Vor allem dieses Geräusch. So ein Schuss in der Ferne. Der ärgert man sich schon, wenn man zwischendrin so einen Block Erde findet. Ich muss kurz überlegen hier. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier eine Lücke? Lücke mit einer Fackel. Hier hat doch schon wieder einer. Kann er schon irgend so ein Dilettant. Hat er ja schon wieder Blödsinn gemacht. Was? Ja, wahrscheinlich war ich's. Achso. Hier musste schon wieder irgendwas schnell gehen, so wie es aussieht. Dann sieht alles gut. Schnell zubauen, bevor es da handsam sieht. Geschludert haben. Bam, bam, bam. Ach, ich glaube, das macht beim Zugucken genauso viel Spaß, wie man mir selber klappt. Nie wieder. Ich brauche Bruchstein. Ja, das wirst du echt nie wieder sagen, weil der ist so schnell da. So, ich wollte Stufen holen. Ich mache jetzt hier im Keller 200 mal 200. Mach doch. Mach fix. 200 mal 200 in 10 Blöcke hoch. Hast du jetzt eigentlich schon mal geguckt? Fällt mir jetzt gerade ein, weil ja, jetzt gibt es halt so leichte Inventar-Irritation. Hast du schon mal geguckt wegen dem Rucksack? Wo wir vermutet haben, dass der von Tinkos ist? Der ist von Der Tinkos. ist von Tinkos, ja, aber wie der geht, weißt du nicht, ne? Nicht 100%, nee. Du brauchst Leder und robusten Werkzeugbums, keine Ahnung. Muss ich nachher noch mal gucken. Soll ich jetzt mal nach robusten Werkzeugbums googeln? Google da mal, ja. Das macht sich immer gut. Da geht der Rechner bestimmt aus, da komme ich bestimmt auf irgendwelche virusbehafteten Seiten. Und reparieren kann ich den Hammer einfach wieder mit Eisen. Sollte ja. Das ist ja zu geil. Brauche noch so eine große Schaufel. Aber ab und zu brauchen wir vielleicht doch noch eine Spitzhacke, weil ja manche Sachen sind vielleicht doch ein bisschen filigran. Aber erstmal lieber immer zu viel wegkloppen und wieder hinbauen. Würde ich mal sagen. Natürlich. Alter, wie der abgeht. Wie hatte ich denn das betraut? Ich das noch wüsste. Ich will gerade einen Enderman wuppen hören. Ach so, manchmal. Das ist natürlich ungünstig jetzt, ne? Die Größe, die du aushebst, kann halt du gleich mal Blödsinn spawnen. Ja, gerade nach unten graben ist doof. Mit dem Ding auf jeden Fall, warum? Ja. Da entsteht halt einfach ein Loch. Kannst du halt nicht an die Kante stellen, nach unten graben, weil. Geht halt größer, ne? So, was kommt denn eigentlich in den Keller hier, den ich hier gerade aushebe? Rauche stehen überhaupt? Ah, hier ist der Gang gewesen. Da ist er gewesen.
Das werden wir ja zwangsläufig auf Dauer irgendwann wieder zubauen müssen. Weil der Keller ja wahrscheinlich doch ein paar Etagen haben wird. Erde wegmachen. Und dann müssen wir erstmal schnell ein paar Lichtlein setzen.